Da sind wir wieder mit Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist, Alfred. Ja, wunderschön. Wir haben auch was zu feiern. 18.000 Punkte beim Deutschen Leitindex. Wir sind jetzt mittlerweile oder aktuell gerade mal wieder drunter, aber heute Morgen haben wir sie zum allerersten Mal gesehen. Ich habe nachgeguckt, als ich hier angefangen habe beim Deutschen Anlegerfernsehen. So hießen wir vor der Aktionär TV, war der DAX bei 7.500. Weißt du noch, wo der DAX stand, als du beim Aktionär gestartet bist? Boah. Doch, ich weiß, es war irgendwas so um die 2000 muss es gewesen sein. Ja, das war schon ein bisschen länger her. Schon 16.000 Punkte her quasi. Hier sehen wir den DAX. Und die sieht gut aus. Sieht gut aus. Kannst du weitergehen? Also wenn es jetzt so weitergeht, kann man ja mal hochrechnen, dann sind wir wahrscheinlich in 2 Jahren bei 100.000 Punkten. So geht es natürlich nicht weiter, aber es spricht im Moment nichts dagegen, dass sich insgesamt die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten insgesamt weltweit fortsetzt. Es ist ja nicht nur der deutsche Markt, der läuft ja nur sogar in Japan, ein 34-Jahres-Hoch gemacht. Also alle Märkte laufen, es gibt verschiedene Gründe, also eigentlich läuft ja alles gut. Die Zinssenkungsfantasie ist zwar ein bisschen abgeschwächt, aber sie ist intakt, die Unternehmensgewinne waren weitgehend gut bis sehr gut. Also ja, beste aller Welten, Goldilocks-Szenario. Wobei es gibt so ein paar Kritikpunkte. Es gab jetzt Analysten von Charles Schwab, die gesagt haben, wir haben eigentlich gar keinen Bullenmarkt, wir haben eher einen Entenmarkt. Entenmarkt? Der Bull ist das falsche Tier, weil die Indizes, man sieht es ja auch beim DAX, bewegen sich eigentlich kaum rückwärts. Also es geht nur aufwärts. Der größte Rückschlag beim S&P dieses Jahr waren 2%. Aber bei den Einzelwerten im S&P 500 gab es Rückschläge von bis zu 7, 8, 9%. Also das ist quasi wie so eine Ente, die oben schwimmt, ganz gleichmäßig, aber unten rum paddelt sie wie verrückt. Mhm. Und so ähnlich ist es eigentlich auch am Aktienmarkt, dass viele Aktien doch viel stärker schwanken, als es die Indizes widerspiegeln. Ist jetzt gut oder schlecht? Und man sieht auch, und das sehen wir auch gleich, dass natürlich vor allen Dingen die großen Werte laufen und die zweite und dritte Reihe. Da sieht es gar nicht so gut aus. Wenn wir es jetzt mal mit dem MDAX vergleichen, du sprichst es an, da sind ja die mittelständischen Unternehmen und da sind wir noch weit vom Rekordhoch entfernt. Das sind jetzt die letzten beiden Jahre und das ist wirklich erstaunlich. Der DAX hat fast 30% gemacht in den letzten beiden Jahren und der MDAX ist um fast 14% gefallen. Und das haben wir eigentlich selten erlebt. Wir hatten sogar ganz lange Zeit, ich kann mich erinnern, mehrere Jahre ist der MDAX deutlich besser gelaufen als der DAX. Und jetzt hat sich das doch umgedreht und ja, es gibt ja auch viele Beispiele, gleich sehen wir noch eins, HelloFresh ist im MDAX, also viele MDAX-Werte, die wirklich Probleme haben, bei denen das Geschäft überhaupt nicht rund läuft, aber auch tatsächlich die Fokussierung der Anleger, ETFs sind gefragt und es gibt eben doch deutlich mehr ETFs oder auch es werden mehr ETFs gekauft auf den DAX als auf MDAX oder kleinere Indizes, also das ist spürbar und das ist auch in Amerika ähnlich, Magnificent Seven zum Beispiel. Also die Fokussierung auf die großen Werte ist doch da. Und ja, die Frage ist, kommen die zweite, dritte Reihe noch? Ich glaube ehrlich gesagt schon, zumindest wenn man da selektiv die richtigen Aktien auswählt, dann kann man damit auch ganz gute Renditen erzielen. Wir schauen auch gleich noch auf den einen oder anderen Nebenwert zumindest. Der Kollege Michael Schröder hat aber auch Zuversicht geäußert jetzt gestern in seiner Sendung, dass der Nebenwertesektor auch endlich mal wieder wird. Wer macht denn nur Nebenwerte? Was soll er sagen? Wer jetzt der Trist, wenn er die nicht, wenn er da keine Hoffnung hätte. Wir kommen aber aufs Thema ETF, jetzt nochmal, was du gerade erwähnt hast, aber auf Bitcoin-ETFs, denn das beflügelt ja weiterhin die Entwicklung des Bitcoin. Da haben wir auch einen Rekord oder einige Rekorde seit dem letzten Mal gesehen. 73.000 Dollar wurde jetzt schon überwunden. Genau, und wir haben, man sieht es ja, auch kaum noch Rückschläge. Wir hatten gestern mal so einen kleinen Schwächeanfall, da ging es nochmal runter bis auf, ich glaube, unter 69.000, aber sofort wieder erholt. Und das ist aber auch nachvollziehbar, weil tatsächlich die Nachfrage nach den Bitcoin-ETFs reißt einfach nicht ab. Jeden Tag haben wir jetzt, wir hatten gestern einen neuen Rekord, Mittelzufluss erstmals netto über 1 Milliarde an einem einzigen Tag. Mhm. Und wir hatten viele Tage mit über 500 Millionen und da ist einfach das Angebot nicht da an Bitcoin. Es werden jeden Tag Bitcoins gemeint im Gegenwert von 50, 60 Millionen. Und wenn da 500 Millionen an Käufen kommen, das ist natürlich, reicht nicht aus. Und da sind natürlich dann die Altbestände gefordert, die auf den Markt kommen müssen. Aber es gibt halt immer weniger Verkäufer. Die Leute wollen ihre Bitcoins behalten, sehen sie als Vermögensanlage. Und wahrscheinlich wird dieser ETF-Zustrom noch eine ganze Weile anhalten, weil tatsächlich viele, gerade große Anleger, auch Vermögensberater, noch gar nicht in den Bitcoin eingestiegen sind, weil das dauert halt ein bisschen, bis sie ihre Allokationen
richtig ausgerichtet haben und dann erst nach und nach in die ETFs investieren. Das sind ja erst 2 Monate, seit es diese ETFs gibt, seit die zugelassen wurden. Genau, jetzt sieht man nochmal die Zuflüsse und Abflüsse. Wir hatten ja in den ersten Wochen auch immer noch Abflüsse aus diesem Grayscale-Fonds, der ja nun sehr teuer ist. Und das war ja jahrelang der einzige Fonds, den es gab, der jetzt auch ein ETF geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass es teilweise zu Anfang ein paar Abflüsse gab. Aber jetzt sehen wir eigentlich, die Zuflüsse nehmen sogar noch zu. Wie gesagt, gestern dieser Rekordtag mit über 1 Milliarde Dollar. Und wenn jetzt diese Grayscale-Abflüsse weniger werden, und das werden sie sicherlich, weil irgendwann ist dieser Fonds auch mal, will nicht sagen leer, aber zumindest er hat sich jetzt schon, ich glaube, ein Drittel ist schon weg von den Geldern. Das fließt natürlich dann auch größtenteils wieder in die neuen Fonds. Aber unterm Strich geht es um die Nettozuflüsse und die sind hoch und die werden hoch bleiben. Und das wird dafür sorgen, dass sehr wahrscheinlich der Bitcoin-Preis auch weiter steigen wird. Wir können es auch nochmal anders grafisch darstellen, die Zuflüsse. Genau, da sieht man nämlich tatsächlich mal, wie das Ganze gewachsen ist. Wir hatten, wie gesagt, zu Anfang ein bisschen einen zähen Start durch diese hohen Grayscale-Abflüsse, aber jetzt immer höhere Zuflüsse, teilweise nochmal eine kleine Pause. Aber die Dynamik nimmt nicht ab, sie nimmt sogar fast noch zu. Mhm. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob das Angebot an Bitcoin da ist, weil nämlich auch die Stückzahlen an den Kryptobörsen immer weniger werden. Immer mehr Bitcoins wandern in feste Hände und kommen überhaupt nicht mehr raus. Und ja, wie das halt so ist, wenn das Angebot nicht da ist. Wir sehen eben jetzt hier auch, dass es weniger Grayscale genau, jetzt sieht man Zuflüsse auch mal die Verteilung in den ETFs. Grayscale hatte zu Anfang 100%. Und dann kamen die neuen. Und jetzt ist erstmals der Grayscale-Anteil auf die Hälfte zurückgegangen. Die beiden großen sind halt die Fonds von BlackRock, ist auch in schwarz gemalt. Und der Fonds von der ETF von Fidelity. Das sind die beiden großen. Ja, genau. Und die anderen teilen sich dann den Rest. Wir können auch mal auf deine Hotlist blicken, bevor wir, den Chart haben wir ja schon gesehen, bevor wir weiterkommen. Und da hast du ja schon diverse Produkte, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, gekauft in den letzten Wochen, Monaten schon, wie die sich entwickelt haben. Genau, jetzt habe ich auch eine nächste Hotlist angelegt, weil ich viele verschiedene Spekulationen habe. Ich rolle die auch immer mal wieder durch. Es gibt eine Spekulation, die ich halten will. Ich habe es ja, glaube ich, gesagt, im letzten Jahr gestartet, die 500% Spekulation. Das ist hier ganz oben eine Mini-Future auf dem Bitcoin, gekauft mit 7,95, Jahresanfang im Januar. Wir sind jetzt bei 35, wobei das sind Kurse, die sind schon ein bisschen älter, das ist schon wieder mehr geworden, aber wir sind im Moment bei 348%. Ziel sind, wie gesagt, 500. Ich denke mal, das ist auch noch zu schaffen. Und das sind noch weitere Spekulationen im Plus mit 200%, die neueren 27-33%. Also das würde man dann auch mal, das werden Gewinne mitgenommen. Zum Beispiel habe ich den hier, den Mini-Future, gestern verkauft mit gut 200% Gewinn. Und dann werden wieder möglichst bei Rücksetzern wieder neue Positionen eingegangen. Also da wird auch ein bisschen aktiv gehandelt, aber grundsätzlich die Grundeinstellung beim Bitcoin ist logischerweise long, weil also mit Bitcoin auf fallende Kurse zu spekulieren wäre oder ist, glaube ich, doch ein bisschen schwierig. Also und da ist es doch einfacher, sich auf die Long-Seite zu schlagen. Wir sind ja auch hier am Datum 6.3., 7.3., da passiert sehr regelmäßig was und sehr aktuell. Also letzte Woche gab es hier nochmal neue Produkte, die gefunden wurden. Das ist eine einmalige Chance. Also sowas gab es tatsächlich noch nie, dass in einen Markt auf einmal so viel Nachfrage kommt, die auch noch konstant anhält. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass das Angebot ja noch weniger wird, weil wir haben ja in, ich glaube, 35, 36 Tagen das Halving, das heißt, das Angebot an neuen Bitcoins halbiert sich und dann wird die Situation noch prekärer, weil ich glaube nicht, dass bis dahin die ETF-Nachfrage auch nur ansatzweise zurückgeht. Also die Dynamik bleibt auf jeden Fall vorhanden, bleibt spannend. Du wirst es natürlich hier weiterverfolgen, aber auch im Maidon Report, so was Produkte angeht, aber auch die gesamte Entwicklung. Natürlich. Gut, dann schauen wir, aber wir bleiben beim Thema Bitcoin quasi, wenn wir auf MicroStrategy blicken, denn die haben sich jetzt auch erneut mit Bitcoin eingedeckt, waren und sind ja sowieso das Unternehmen, das die meisten Bitcoin hält. Ja, absolut. Das ist schon ganz erstaunlich, sehen wir auch gleich noch in der schönen Grafik. Erstaunlich auch dieser extreme Kursanstieg. Also es ist schon verwunderlich fast ein bisschen, dass MicroStrategy, die ja fast nur aus Bitcoin bestehen, noch stärker gestiegen ist als der Bitcoin. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Mittlerweile haben wir jetzt das folgende Ergebnis. MicroStrategy ist 27 Milliarden Dollar wert, die Bitcoin-Bestände aber nur 15. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist diese Differenz, 12 Milliarden? Die haben ja auch noch ein Kerngeschäft, ist ja ein Softwareunternehmen eigentlich, aber das ist maximal eine Milliarde wert.
Dagegen stehen aber auch noch Verbindlichkeiten, Schulden von ungefähr 3 Milliarden Dollar. Man hat ja viele Bitcoin gekauft, indem man vorher Anleihen rausgegeben hat und sich mit dem geliehenen Geld dann die Bitcoins gekauft hat. Das hat natürlich super funktioniert. Aber dennoch mittlerweile, wie gesagt, 27 Milliarden gegen 15 Milliarden nur an Bitcoin-Wert und das zum aktuellen Kurs. Das finde ich dann schon ein bisschen überzogen, dieses Aufgeld. Das macht auch wirklich eigentlich gar keinen Sinn. Aber das zeigt auch, wie euphorisch viele Anleger sind. Und das natürlich auch, viele sagen, wenn ich anstatt den Bitcoin zu kaufen, der geht jetzt ja einfach zu kaufen durch die ETFs, kaufe ich mir lieber die Aktie. MicroStrategy bin ich 1:1 dabei. Sogar mehr als 1:1, weil sie dann nochmal stärker gestiegen ist. Aber das geht nicht so weiter. Das kann nicht so weitergehen eigentlich. Da sehen wir, was du gerade angesprochen hast, dass man eben die meisten Bitcoin hält und zwar mit sehr weitem Abstand. Genau, 205.000 sind es jetzt, nachdem man ja nochmal nachgekauft hat. Dann kommt das Marathon Digital, aber da sind schon 16,9. Genau, da wird es dann weniger. Und es kommt dann nämlich auch noch, und darüber sprechen wir gleich, da eine deutsche Firma, die Bitcoin Group. Genau, zwischendrin haben wir sogar noch Tesla hier, Coinbase natürlich. Genau, Tesla hat ja leider zwischendrin einen Großteil verkauft. Hätte man lieber nicht machen sollen, aber gut, macht das so. Kann man sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren. Aber Tesla ist gleich noch Thema. Jetzt schon mal auf die Bitcoin Group, weil wir es ja auch gerade schon angesprochen haben. Da war es jetzt nicht lange Zeit, aber es hat sich ein bisschen weniger bewegt. Aber jetzt kam auch die Dynamik letzte Woche und diese Woche. Die Bitcoin Group ist ja eigentlich Betreiber einer Kryptobörse, nämlich Bitcoin.de, den man 100% hält. Aber die Bitcoin Group selber hat auch Kryptobestände, hauptsächlich Bitcoin und Ethereum. Und das auch ganz erheblich, haben wir gerade gesehen. Das waren, ich glaube, fast 4.000 Bitcoin. Und das Erstaunliche ist, dass die natürlich mittlerweile sehr viel wert sind. Aktueller Wert der beiden großen Kryptobestände sind rund 280 Millionen Dollar, Euro, 280 Millionen Euro. Und die Aktie aber bei 40, also jetzt gerade bei knapp 50 Dollar, nur 230 Millionen Dollar wert ist. Das heißt, die Bitcoin Group notiert selbst jetzt nach diesem Anstieg unter ihrem eigenen Kryptobestand und im Gegensatz zu MicroStrategy, die deutlich drüber stehen, das ist schon ganz erstaunlich und das hat sich jetzt ein bisschen abgebaut, das war mal relativ extrem. Wenn man den Bitcoin-Chart drüberlegen würde, dann würde man sehen, diesen Anstieg hat die Bitcoin Group noch voll mitgemacht, dann aber eher nicht mehr und daher kommt diese Diskrepanz und es ist ja auch noch zu berücksichtigen, man hat ja auch noch ein Kerngeschäft, das muss man ja auch noch irgendwie bewerten. Ich habe es mal grob bewertet, wenn man mal als Coinbase als Maßstab nimmt, die große US-Kryptobörse, da ist ein Kunde mit 600 Dollar bewertet. Wenn ich bei Bitcoin Group nur davon ein Viertel nehme, Bitcoin Group hat ungefähr 1 Million Kunden, dann komme ich auf 150 mal 1 Million, 150 Millionen nochmal für das Kerngeschäft, dann hat man noch ein bisschen Cash. Also alleine die Kryptobestände sind wert ungefähr 58 Euro pro Aktie. Und wenn man jetzt noch die Bewertung des operativen Geschäfts dazu nimmt, dann kommt man auf Regionen so zwischen 80 und 90 Euro. Also da ist eigentlich noch Luft nach oben, auch wenn, wie gesagt, diese Aktie schon stark gestiegen ist. Aber sie steigt halt und fällt auch mit dem Bitcoin mit. Das muss man wissen. Aber schon eine spannende Geschichte. Also hier kriegt man den Bitcoin mit dem Abgeld. Bei MicroStrategy zahlt man oben drauf. Genau, und das ist eigentlich gar nicht so bewusst, wenn man den ersten Blick auf den Chart wirft. Aber ja, gut, dass du uns da mal ein bisschen mehr aufgeklärt hast. Jetzt wollen wir aber übrigens, meine Reporter sind seit 40 Euro dabei. Ja, dann haben wir schon 10 Euro. Die sind schon hinzugewonnen. Genau, jetzt lassen wir aber seit die Montag. Kryptobranche in 3 Tagen die hinter uns und schauen auf weniger erfreuliches HelloFresh. Gewinnwarnung letzte Woche, Aktie, wir sind es gleich auf deiner Seite nochmal weiter eingebrochen. Lief ja eh schon nicht gut. Du warst ja noch nie Fan des Geschäftsmodells von HelloFresh. Nein, das ist irgendwie so, dass alle diese Corona-Hype-Aktien einer nach der anderen, ich will nicht sagen, den Bach untergeht, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber Peloton ist ja quasi kollabiert. Und ähnlich jetzt auch mit HelloFresh. Die Aktie hat es ja nochmal versucht, ist dann teilweise nochmal gestiegen bis auf 30. Wir waren ja schon mal bei fast 100 auf dem Höhepunkt, auf dem Corona-Höhepunkt. Und man hat, also viele Anleger haben dann auch gedacht, so als die Aktie so knapp über 10 war, 13, 14 Euro, jetzt hat sich 80% Minus, da kann man durchaus mal zugreifen. Billig war die Aktie da auch nicht, denn HelloFresh hat natürlich ein großes Problem mit den Margen und das hat man jetzt auch nochmal ganz klar gesagt, dass die Margenziele, die man ursprünglich hatte für 2025, die hat man einkassiert. Es gibt erstmal keine neuen Ziele und da kann man jetzt argumentieren, Börsenwert ist jetzt nur noch etwas über 1 Milliarde, bei 7 Milliarden Umsatz ist ja eigentlich günstig.
Aber was nützt es, wenn mein Geschäftsmodell einfach keine Gewinne abwirft und man Kunden auch ködern muss mit riesen Rabattaktionen? Und ich bin auch das beste Beispiel. Ich war auch HelloFresh-Kunde über bestimmt ein Jahr und irgendwann hat man dann die Rezepte und kauft sich das Zeug eben selbst zusammen. Also das Geschäftsmodell gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt hat man diese Fertiggerichte, die man in den USA recht erfolgreich verkauft. Das könnte natürlich eine Lösung sein, aber das Hauptgeschäft sind eben die Kochboxen und das ist eben, finde ich, nicht unbedingt nachhaltig und vor allem auch nicht margenstark. Und ganz im Ernst, wir haben jetzt ein KGV von 15, die bei einer Firma, die im Prinzip nicht mehr wächst, wo man Margenrisiken hat, das ist nicht günstig. Ich war auch Kunde während der Corona-Zeit lange, ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb. Aber jetzt, ich drücke mal auf Pause jede Woche. Ich habe es noch nicht mal richtig gekündigt, ich pausiere immer noch. Ja. Da kann man sehen, da ist schon mal ein Kunde bei HelloFresh, der gar nichts mehr bestellt. Ich tauche wahrscheinlich eine Bilanz noch auf als Kunde, aber ja, kommt nichts mehr bei mir an. Und nein, also, kriegen sie auch nicht. Klar, man kann natürlich jetzt spekulieren auf eine Erholung, vielleicht geht es nochmal in Richtung 8 oder 9 Euro. Also traden kann man mit der Aktie sicherlich super, ist natürlich auch viel Umsatz. Aber jetzt auf eine richtige Trendwende zu spekulieren, das ist fraglich. Würdest du nicht raten? Nein. Würde ich nicht raten. Dann schauen wir auf Zalando. Die haben heute Zahlen vorgelegt und haben überrascht. Operatives Ergebnis positiv überraschen können. Aktie, wir sehen es, zieht auch 13% jetzt gerade an. Hat sich die Bilanz auch überzeugen können? Ja, der Unterschied zu HelloFresh ist, oder erstmal die Parallele ist, beide Firmen wachsen kaum noch. Das ist schon mal nicht so gut. Aber während bei HelloFresh die Margen schwinden, ist Zalando gerade dabei, die Margen hochzufahren, indem man nämlich massiv Kosten eingespart hat. Und das ist natürlich positiv. Und da ist auch dieser Kursanstieg durchaus gerechtfertigt. Die Frage ist natürlich jetzt, geht das jetzt so weiter? Und da habe ich auch so ein bisschen Bedenken, denn wie gesagt, wenn ich kaum noch Wachstum habe, also im einstelligen Bereich, und Zalando hat jetzt ein KGV von 25, 26, das ist dann auch schon nicht mehr billig. Insoweit glaube ich auch nicht, dass ich hier auch so einen richtigen Aufwärtstrend etablieren kann. Aber wenn ich mir jetzt entscheiden müsste zwischen Zalando und HelloFresh, würde ich dann doch mich für Zalando entscheiden. Dann eher Zalando. Bist du da noch Kunde oder überhaupt Kunde? Meine Frau ist Kunde. Die ist auch ziemlich... Auch regelmäßig? Ja, leider. Aber lieber da als bei anderen Firmen, die... Gut, wir schauen auf Tesla an der Stelle. Wir haben noch gar nicht über den Anschlag auf den Strommast reden können. Das war jetzt schon vor fast zwei Wochen, glaube ich. Eine gute Woche ist, glaube ich. Eine gute Woche. Auf jeden Fall standen die Bänder da jetzt schon länger still, als man im ersten Moment vielleicht gehofft hatte. Aber seit Montag, glaube ich, läuft es jetzt wieder. Kann man es schon einschätzen, wie viele Auswirkungen das in negativer Hinsicht hatte? Ja, es ist doch mehr, als man dachte. Man dachte ja erst, es ist nur ein Tag, es ist eine Woche. Man kann es ausrechnen. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ich habe es irgendwann mal gelesen. 100 Millionen irgendwas. Es ist kein Drama, es ist kein Beinbruch und es ist sicherlich auch nicht der Grund. Negative Nachrichten drücken natürlich auf die Stimmung und drücken wahrscheinlich dann auch auf den Kurs, aber die Aktie hat natürlich auch andere Probleme. Das Hauptproblem, was Tesla immer noch hat und was viele sehen kurzfristig oder jetzt auch für dieses Jahr, es gibt eben keine neuen Modelle, es gibt wahrscheinlich weitere Preissenkungen und es gibt bestenfalls leicht wachsende Umsätze und wahrscheinlich rückläufige Gewinne. Und das ist natürlich kein schönes Szenario. Und deswegen ist die Aktie auch da, wo sie ist. Was im Moment überhaupt nicht gespielt wird, ist die KI-Fantasie, die Tesla hat. Ist das autonome Fahren, ist Dojo, Computer. Das wird aber wieder kommen. Insoweit ist das jetzt, glaube ich, eine Zeit, in der man die Tagesschwankungen einfach mal ignorieren sollte. Im Gegenteil, sondern jetzt sogar langsam schauen, wer Tesla mal als Langfristinvestment haben wollte, der kann jetzt vielleicht sich das mal genauer anschauen. Weil wir haben jetzt Kurse, die können noch runtergehen auf $150, kann alles passieren. In diesem Jahr wird nach oben wahrscheinlich nicht mehr so viel möglich sein. Aber auf Sicht der nächsten Jahre, Katie Wood von ARK Invest hat ja gerade ihr Kursziel nochmal rausgegeben, bis Ende 2027 $2000. Okay. Das wäre nochmal eine Verzehnfachung. Nur mal, also die Perspektive ist da, sicherlich. Ob das jetzt $2000 werden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, im Moment gibt es eben wenig gute Nachrichten. Und dass jetzt die Produktion nach einer Woche wieder läuft, ist zwar eine gute Nachricht, aber es ist eigentlich jetzt auch nichts, was den Kurs nach oben treibt. Nee, sie hätte ja die ganze Zeit laufen sollen. Ja, aber es gibt tatsächlich auch gute Nachrichten, das habe ich nämlich mal mitgebracht. Das sind aktuelle Zahlen, die Februar-Verkaufszahlen in Deutschland, Elektroautos. Und da sieht man schon, dass das Geschäft noch ganz gut läuft. Also das Model Y hat sich 5.400 Mal verkauft. Im Vergleich dazu
Der direkte Konkurrent VW ID.4 gerade mal 1200. Also ja, das ist so ein bisschen auch der große Vorteil von Tesla. Es ist ja immerhin der Nachteil, dieser Preiskrieg, den wir sehen, aber die Preise müssen ja runter, damit die Leute auch E-Autos kaufen. Insoweit ist das zwingend. Und während Tesla und auch BYD mit diesen Preissenkungen ganz gut zurechtkommen, auch wenn die Margen vielleicht ein bisschen runtergehen, aber sie machen immer noch Gewinne. Mhm. Das ist für die anderen eine Katastrophe. Also wenn ich jetzt eh schon mit meinen E-Autos Verluste mache und dann auch noch in den Preis gekomme, dann habe ich ein großes Problem. Insoweit wird sich der Markt bereinigen und am Ende, wenn Tesla diese Durststrecke übersteht, und das werden sie, da sieht es dann doch deutlich besser aus. Wir haben noch die Verkäufe im Januar weltweit, also jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, genau, sondern eben... Genau, das sind eigentlich auch gute Zahlen. Da sieht man tatsächlich das gleiche Bild, das sehen wir schon seit Jahren. BYD und Tesla dominieren den Weltmarkt. Tesla mit dem Model Y und dem Model 3 auf Platz 1 und 3 weltweit. Ja, und dann BYD nimmt fast alle anderen Plätze ein mit verschiedenen Modellen. Dann sprechen wir gleich über BYD, wenn wir schon quasi dabei sind. Es gab ja die Verkaufszahlen für den Februar aus China, die recht schlecht ausgefallen sind. Ja, die kamen jetzt von einer guten Woche. Der Februar war eine Katastrophe, muss man sagen. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass im Februar das Neujahrsfest war. Da geht eine gute Woche lang in China gar nichts. Da werden auch keine Autos gekauft und das macht sich natürlich bemerkbar. Aber dennoch, vielleicht schauen wir kurz mal auf die Zahlen. Das sieht schon dramatisch aus. Die Januarzahlen waren schon schlecht und da war kein Neujahrsfest. Da sieht man es, das war im Januar, gab es diesen Einbruch und jetzt nochmal im Februar. Wir sind tatsächlich im Februar jetzt auf das Niveau gefallen von Mitte 2022. Das wird so nicht bleiben. Also da gab es jetzt viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Klar, es gab natürlich zum Jahresende sehr gute Verkaufszahlen. Und dieser Einbruch, den hat ja nicht nur BYD erlebt, sondern bei anderen war es sogar noch schlimmer, bei NIO zum Beispiel. Oder auch bei XPeng, also andere Hersteller hatten auch diesen Rücksetzer im Januar und auch die ganzen Autoverkäufe insgesamt sind zurückgegangen. Das war ein temporäres Problem, das wird sich beheben lassen und ja, das hat... Aber nur kurzfristig belastet, beziehungsweise hat man schnell wieder abgehakt. Jetzt ging es in dieser Woche, gerade Montag, Dienstag, extrem steil bergauf. Gab es da konkrete Gründe? Ja, es gab Gründe, aber weniger von BYD. Es gab zum Beispiel positive Analystenkommentare zu Batterieaktien. CATL ist kräftig angesprungen, Samsung SDI ist stark gestiegen. Dann gab es von Xiaomi das Elektroauto. Also die bauen ja eigentlich Handys, haben jetzt das erste Elektroauto draußen, das man jetzt Ende des Monats dann schon bestellen kann. Also es gab viele gute Nachrichten aus der Branche und das hat dann auch die Aktie von BYD mit nach oben gezogen. Und nochmal, BYD im Moment KGV 14 bei einem Wachstum von 25-30%, das ist einfach viel zu günstig. Und da kann man nur hoffen, dass jetzt vielleicht ein paar mehr Leute auf die Idee kommen. Ja, das ist wirklich sehr günstig. Günstig ist auch dieses Auto. Ja. Das ist übrigens noch günstiger geworden. BYD hat nochmal die Preise gesenkt für einige Modelle, unter anderem auch für das günstigste Auto, was man überhaupt hat. Es gibt jetzt diesen BYD Seagull in China, das kleinste Modell, für umgerechnet unter 10.000 Euro. Und es ist ein voll funktionsfähiges Auto. Das kleine Modell hat, glaube ich, eine Reichweite von 300 Kilometern, das größere dann 400 Kilometer. Und das Interessante ist ja, dass BYD selbst bei diesem Preis noch Geld verdient mit dem Auto. Und jetzt, der Seagull ist jetzt auch in Brasilien und Mexiko erhältlich. Dort kostet er aber umgerechnet rund gut 20.000 Euro. Und da kann man sich überlegen, wie dann die Margen aussehen. Also wenn ich das Auto in China für 10.000 mit Gewinn verkaufe, und da muss es, klar, ich muss es verschiffen, aber das kostet ja nicht so viel, vielleicht 1.000 Dollar pro Auto oder 1.000 Euro, dann habe ich natürlich hier oder im Rest der Welt ganz andere Margen und der würde auch nach Deutschland kommen. Bin ich gespannt, wie teuer er dann hier sein wird. Wahrscheinlich auch 20.000 Euro, gehe ich mal von aus, sowas in den Dreh. Aber selbst das wäre ein Kampfpreis. Ja. Die Aktie kann sich weiter erholen, hoffentlich, wahrscheinlich, vielleicht. Man kann es halt schlecht einschätzen, ne? Bei der Aktie ist es immer... Ja, es ist, ja klar, wo ist der Kurs? Morgen, übermorgen? Keine Ahnung, aber Fakt ist, ich habe es ja gesagt, das gilt auch für BYD wie für Tesla. Die beiden sind in der Lage, diese Preissenkung mitzumachen und sie forcieren sie sogar, weil sie genau wissen, da haben wir demnächst ein paar Konkurrenten weniger. Es haben ja auch viele große Hersteller ihre Produktion runtergefahren, haben gesagt, ja, wir machen erstmal lieber Verbrenner weiter. Und das ist natürlich schon... spielt den beiden schon voll in die Karten. Dann lassen wir mal die Elektroautobranche hinter uns, bleiben aber noch, zumindest jetzt in China.
Wir schauen auf die Solarbranche und auf Xingji Solar. X-Solar. Genau, auf diesen Konzern hier. Wow, also man kann wirklich sagen, ja, wow, was ist da los? Also das habe ich wirklich selten gesehen. Also erstmal klar, wie alle Solarwerte, auch Xingji Solar macht Solarglas hauptsächlich. Also ein Rohmaterial für Solarmodule, eigentlich ganz unwichtiges. Und auch immer so ein Indikator, der so ein bisschen vorwegläuft. Also wenn die Nachfrage nach Glas zunimmt, dann weiß man, aha, okay, die Modulhersteller wollen auch mehr Module bauen etc. Und man hat seine Prognose angehoben. Es gab Analystenkommentare, die sehr positiv waren. Und das hat den Kurs innerhalb von, ich glaube, es waren 8 Tage um 70% nach oben steigen lassen. Und zwar, ich glaube, 8 Tage am Stück. Und das ist ganz erstaunlich. Und wie gesagt, das ist so ein Vorindikator für die ganze Branche. Und da könnte vielleicht auch demnächst bei anderen Firmen noch, ja, vielleicht sogar eine ähnliche Entwicklung passieren, weil wenn eine Branche so lange so gelitten hat, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, es gab wirklich Überkapazitäten, aber offensichtlich hat sich die Lage jetzt doch deutlich gebessert und das führt dann eben zu solchen massiven Erholungen. Das wäre jetzt meine Frage auch direkt gewesen, wenn wir auf Jinko schauen, ob es eben so ein Comeback, so ein Anstieg auch hier denkbar ist. Ist durchaus möglich. Wie gesagt, irgendwo muss das Glas ja hin und das wird hauptsächlich für Module verwendet und Jinko Solar ist nun mal der größte Solarmodulhersteller der Welt. Und wenn jetzt die Lager tatsächlich endlich mal geleert werden oder zumindest leerer werden, dann wird auch die Nachfrage wieder ansteigen. Vor allen Dingen dann werden wahrscheinlich auch die Modulpreise wieder sich ein bisschen erholen. Zumindest haben sie sich stabilisiert auf niedrigem Niveau. Das könnte dies Jahr wirklich mal ein großes Comeback geben, zumal auch, da wollte ich gerade drauf eingehen. Man sieht es hier, wir hatten letztes Jahr tatsächlich beim Neuzubau ein sehr, sehr gutes Jahr. Man sieht es hier, diesen Sprung von 22 auf 23. Das war ein Wachstum von, ich glaube, 70% bei Neuinstallationen. Aber in diesem Jahr wird sich das Wachstum fortsetzen, wenn auch ein bisschen abgeschwächt. Da werden wir noch knapp 30%, also 29% Wachstum. Das ist gerade eine neue Studie von Bloomberg NEF, die eigentlich in der Branche immer sehr beachtet wird. Und man sieht dann auch in den nächsten Jahren, das Wachstum wird sich fortsetzen, wenn auch tatsächlich nicht mehr so dynamisch. Aber das ist schon erstaunlich. Und man sieht auch ganz gut, das Rote, das ist der chinesische Markt, dass das mit Abstand der größte Markt ist. Also 2/3 des Marktes der Module gehen nach China, die verbaut werden. Aber auch viele andere Länder kommen jetzt. Der Solarboom ist weltweit, der ist da, der wird sich fortsetzen. Und natürlich, und das war das Problem, es gibt nur diese Zyklen, diese Schweinezyklen, wir haben Phasen, da sind zu wenig Module da, zu wenig Wechselrichter, dann wird wieder viel produziert, dann ist wieder zu viel da und deswegen haben wir diese Schwankungen, aber die Kurve, die geht doch gerade und das ist wichtig als überliegenden Trend. Und dann schauen wir zuletzt noch auf SMA Solar, auch da natürlich so ein bisschen die Frage, wo die Reise für die Aktie hingehen könnte. Ja, mich wundert es überhaupt, dass sie so tief steht. Wechselrichter, genau das gleiche Spiel, habe ich gerade gesagt, wie bei Solarmodulen, auch da waren oder sind die Lager immer noch voll. Jetzt leeren sie sich langsam und ab dem zweiten Halbjahr wird dann wohl auch die Nachfrage auch wieder kräftig anziehen. Enphase Energy und SolarEdge sind die beiden US-Konkurrenten oder besser gesagt SolarEdge aus Israel, aber auch in den USA hauptsächlich aktiv. Die haben wirklich extrem schlechte Zahlen gebracht und auch einen extrem, sehr, sehr zurückhaltenden Ausblick, während SMA Solar jetzt gerade vor einer guten Woche sehr gute Zahlen vorgelegt hat und für dieses Jahr sogar einen kleinen Umsatzanstieg erwartet, während die anderen beiden Umsatzrückgänge von 30-40% haben. Und dann auch noch die Tatsache, dass SMA im Vergleich zu den anderen beiden deutlich günstiger bewertet ist, KGV 14 und nur mit dem einfachen Umsatz bewertet. SMA SolarEdge ist mit dem dreifachen Umsatz bewertet und Enphase, glaube ich, sogar mit dem achtfachen. Also das ist schon erstaunlich, warum SMA Solar da so hinterherhängt, obwohl man am besten durch die Krise gekommen ist, am besten dasteht und tatsächlich auch noch in der Gewinnzone geblieben ist, auch wenn in diesem Jahr die Gewinne ein bisschen zurückgehen sollen. Ich kann mir auch vorstellen, SMA hat ja ein paar Mal schon in den letzten Jahren die Prognosen angehoben. Eigentlich gesenkt haben sie es schon lange nicht mehr. Und vielleicht sehen wir dieses Jahr wieder ein ähnliches Szenario. Also auf dem Niveau ist das eigentlich eine schöne Sache. Ganz vorsichtig formuliert. Ja, die 60 Euro Marke. Ich meine, jeder muss es selber entscheiden. Aber also im Vergleich ist SMA Solar wirklich erstaunlich billig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht sind die anderen einfach nur viel zu teuer.
sind sie vielleicht auch, aber SMA Solar finde ich hochinteressant. Nicht zu teuer, auf jeden Fall. Gut, dann war es das für heute. Alfred, Dankeschön für deine Einschätzungen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder und würde mich freuen, wenn ihr dann auch mit dabei wärt. Bis dahin.